Grundsätzlich könnte man das ganze abkürzen und sagen, ja, wenn ich mein Smartphone immer dabei habe, dann brauche ich kein Cellular. Soweit ist das auch richtig, aber was machst du, wenn dein Smartphone auf einmal keinen Saft mehr hat? Dein Akku ist leer und du hast keine Möglichkeit dein iPhone zu laden. Wenn du unterwegs bist, ist das natürlich miserabel, wenn du auf die Apple Watch angewiesen bist. Von daher sollte man sich überlegen, ist man öfters mal an Orten unterwegs, wo es vielleicht keine Lademöglichkeit gibt und ist man vielleicht an Orten unterwegs, wo man das Smartphone vielleicht gar nicht mitnehmen möchte. Weil das sind so Situationen, wo man dann sagen könnte, ja, ich würde, glaube ich, zu einer Zellularfunktion raten. Wenn ihr allerdings euch immer sicher seid, dass ihr Strom in der Nähe habt, dass ihr WLAN in der Nähe habt und vor allem euer iPhone in der Nähe habt, dann reicht die normale GPS-Ausführung ohne Zellular. Und im Prinzip ist das eigentlich schon alles, worauf ihr achten solltet. Wie gesagt, verlasst euch nicht darauf, dass ihr, wenn ihr euer Smartphone eh immer dabei habt, dass es alles funktioniert, weil wenn euer Smartphone mal leer ist, dann steht ihr da mit eurem Talent und müsst dann irgendwie zu Strom greifen, eine Powerbank mitführen oder ähnliches. Also von daher ist da natürlich schon eine Zellularfunktion von Vorteil. Ich persönlich habe mich tatsächlich auch für die Version mit Zellular entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich halt immer sicher gehen möchte, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mein Akku ist mal leer vom Handy oder ich lasse es irgendwo liegen oder habe es vergessen oder möchte es einfach nicht mitnehmen, dass ich dann immer noch volle Funktion habe: Notruf absetzen kann, Nachrichten empfangen kann, Telefonanrufe empfangen kann. Man kann es ja alles ausstellen, wenn man es nicht möchte, aber es besteht zumindest erstmal die Möglichkeit. Und deswegen war das für mich sehr wichtig, dass die Funktion damit drin ist. Aber beachtet auch, dass das mit einem leichten Mehrpreis verbunden sein kann, denn manche Netzbetreiber nehmen dafür einen Aufpreis oder einen monatlichen Betrag. Je nachdem, bei manchen ist es auch gratis. Diese eSIM ist keine physische SIM-Karte. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie in die Watch reingepackt wird, sondern ihr bekommt die Watch fertig bestellt mit Cellular angeliefert. Das Ganze wird über einen Code aktiviert, damit das Ganze dann auch hier funktioniert und freigeschaltet ist. Und beachtet auch, dass das im Prinzip ein zweites Smartphone ist, wenn ihr so wollt. Wenn ihr das nutzt, das bedeutet, dass ja über eure Telefonnummer diese SIM-Karte hier genutzt wird auf der Apple Watch und dementsprechend auch das Datenvolumen auch hiervon mit gebraucht wird. Das heißt, es ist eigentlich so, als hättet ihr zwei Smartphones, wenn ihr so wollt. Solltest du jetzt also eine Apple Watch haben, die kein Zellular besitzt? Und du hast dein iPhone nicht in der Nähe, dein iPhone ist aber mit dem WLAN verbunden und ist auch eingeschaltet, dann hast du hier eine Übersicht, was alles trotzdem mit deiner Apple Watch möglich ist. Du siehst, du kannst trotzdem Nachrichten senden und empfangen, Anrufe tätigen und annehmen und so weiter. Aber es muss sichergestellt sein, dass dein Smartphone die gerade schon gesagt, mit dem WLAN-Netz verbunden ist und es muss eingeschaltet sein. Ist das nicht der Fall und du hast zum Beispiel dein Smartphone nicht mit dem WLAN verbunden, nicht mit dem Mobilfunknetz oder es ist sogar ausgeschaltet, dann hast du mit deiner Apple Watch, wenn du kein Zellular besitzt, nur noch diese Möglichkeiten. Das heißt, du kannst dein Training nachverfolgen, die Zeit ablesen, Wecker stellen, Timer und so weiter, bisschen Musik hören, Herzfrequenz kontrollieren. Das funktioniert natürlich dann alles auch ohne WLAN. Aber telefonieren und so weiter ist nicht möglich. Ich verlinke dir diese Seite einmal in die Videobeschreibung, dann kannst du das hier nochmal in Ruhe für dich durchlesen. Das jetzt einmal nur kurz zur Entscheidungshilfe, Zellular, ja oder nein. Was bringt es mir und welche Vorteile habe ich dadurch? Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen. Daumen nach oben freuen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Video.